Aber ich kann mal mit der Vorstellung anfangen. Also zunächst mal Heinz-Hermann, Tobi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Metaphysik, Philosophie des Geistes und der Sprache Godhard Brüntrup an der Hochschule für Philosophie und Lehrbeauftragter an der LMU am Lehrstuhl für Philosophie 1 mit einem Schwerpunkt im Bereich Prozessphilosophie. Und was ich heute tun möchte, ist Ihnen einen kurzen Einblick einerseits in die philosophische Motivation meines Habilitationsprojektes zu geben und damit auch ein bisschen zu motivieren, was wir im Bereich Philosophie der Psychologie bei Godhard Brüntrup an zwei Forschungsprojekten zurzeit sozusagen in der Entwicklungsphase haben. Ich hoffe, dass sozusagen während meines Vortrags klar werden wird, was ich mit diesem sperrigen Titel oder was ich mit diesem sperrigen Terminus das dynamische Selbst eigentlich meine. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen zumachen, kann das sein? Ah, okay. Weil das sozusagen auch ein Terminus technicus ist, den ich mir im Behelf eines besseren Terminus selbst irgendwie ausgegrübelt habe. Dieses Projekt, von dem ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist eingebunden in zwei Forschungsvorhaben. Das ist einerseits ein Projekt des Templeton Religion Trusts, das wir mit dem Godhard Brüntrup zusammen mit dem Felix Tretter von der Bayerischen Akademie für Suchtfragen und Hugo Kehr, dem Lehrstuhlinhaber für Psychologie der TU, also der Technischen Universität München, durchführen. Und dieses Projekt trägt den Titel Real and Ideal Selves. Und damit ist auch letztendlich schon so ein bisschen angedacht, um was es uns geht, was ich Ihnen zunächst mal kurz darstellen möchte. Wir sind nämlich der Meinung, dass das Selbst nicht etwas ist, was sich sozusagen irgendwie statisch durch die Zeit hindurch verfolgen lässt, dass wir irgendwie nachvollziehen können oder ähnliches, sondern dass wir Menschen als Selbste, dass wir auch als Personen ganz wesentlich dadurch gekennzeichnet sind, dass wir eben in dem, was ich in dieser Beschreibung Entwurfscharakter genannt habe. Und mit dem Entwurfscharakter meine ich eben genau die Tatsache, dass Menschen Entitäten von der Art sind, die sich eben von aktualen Zuständen, Real Selves, zu idealen, Ideal Selves hin entwickeln. Und das ist eben nicht nur eine jetzt in dem Sinne prozessmetaphysische Beschreibung des Selbst, sozusagen, was das Selbst faktisch ist, sondern das enthält eben auch, und das ist so interessant für uns an der Stelle, eine normative Dimension, weil wir natürlich fragen können, was sind gute Ideale, was sind die Ideale, zu denen wir uns entwickeln, in dem Sinne gut. Das ist sozusagen der Überbau des Projektes, und motiviert ist dieses Projekt eigentlich durch die Tatsache, dass Godhard Brüntrup und ich, also respektive Godhard Brüntrup und ich, etwas kürzer, eigentlich aus der Philosophie des Geistes, Handlungstheorie und solchen Sachen kommen, und uns in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass wir im Grunde mit den falschen Naturwissenschaften sprechen. Wenn man auf typischerweise heutzutage auf eine Konferenz in der analytischen Philosophie geht und sich mit Philosophie des Geistes beschäftigt, wird man dort treffen auf Neurobiologen, auf Neurowissenschaftler, irgendwelche Leute, die einem bunte Bilder vom Gehirn zeigen. Und irgendwann ist es uns aufgefallen, dass wir eigentlich, dass die artverwandte Wissenschaft, mit der wir sprechen sollten, die Psychologie ist. Und deswegen eben dieser Zusammenhang, dieses Forschungsprojekt mit der Psychologie. Und das werde ich Ihnen auch versuchen, ein bisschen darzustellen. Ein weiteres Projekt, in das das Ganze eingebunden ist, ist ein Forschungscluster des Philosophy and Science of Self-Control Projekts von Al Mealy aus Florida, wo wir uns mit sozusagen Varieties of Normative Agency beschäftigen werden, was eben auch in diese Sache reinspielt. Ich möchte jetzt aber einfach nur sozusagen hier versuchen, mit Ihnen kurz argumentativ zu verstehen, was die Motivation für das Ganze ist. Und dazu werde ich auch auf ein paar Ideen zurückkommen, die der Joe Grussell gestern schon vorgestellt hat. Ich möchte Ihnen nämlich zunächst mal zeigen, was ich glaube, was in der Persistenzdebatte falsch läuft. Und mit Persistenz meine ich zunächst mal eine Position aus der sogenannten, also einfach aus der Metaphysik, also die Frage, welche Identitätskriterien konkrete Entitäten, also Entitäten, die nicht instanzierbar sind, durch die Zeit hindurch haben. Und diese Debatte entfaltet sich in der analytischen Philosophie eigentlich ausgehend von, hat das hier auch einen Pointer? Ah ja, sehr gut.
entspannte sich ausgehend von David Lewis' 1986 erschienenen Buch On the Plurality of Worlds, wo wir eben diese Definition des Persistenzbegriffs das erste Mal sehen. Und mit Persistenz meint David Lewis die Fähigkeit einer konkreten Entität, zu mehreren Zeitpunkten anwesend zu sein. Und diese Relation des Anwesendseins zu mehreren Zeitpunkten ist gewolltermaßen relativ frei und relativ offen definiert, weil wir damit eben ein ganzes Spektrum an Positionen abdecken können. Und wir können dann eben zwei Unterpositionen definieren. Das ist dann einerseits Perduranztheorien und andererseits Endoranztheorien. Ich fange mal mit den Endoranztheorien an, weil die uns typischerweise sozusagen aus der Philosophiegeschichte eher vertraut sind. Die Endoranztheorien meinen, dass eben eine konkrete Entität zu mehreren Zeitpunkten anwesend sein kann, indem diese konkrete Entität zu mehreren Zeitpunkten vollständig, wholly, wie Lewis das sagt, anwesend ist. Das bedeutet also, wenn Sie sich das an einem Beispiel vorstellen, dass wenn Sie sich meine Eltern vorstellen, die mich als kleines Baby sozusagen kurz nach der Geburt in der Hand im Arm halten, und wenn Sie mich jetzt treffen, dass Sie exakt dieselbe Person treffen. Also diese Person war zu mehreren Zeitpunkten, also zum Beispiel zu meiner Geburt und jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Vortrag halte, vollständig anwesend. Das enthält natürlich die These, dass Sie exakt dieselbe Person treffen können. Das ist die Idee einer sogenannten Endoranztheorie. Sie sehen also schon, dass hier die Identität einer konkreten Entität durch die Zeit eben dadurch erklärt wird, dass etwas in dieser konkreten Entität anwesend ist, was sich einfach nicht ändert, was unbetroffen durch die Zeit hindurch wandert. Und wenn ich irgendwann sterben werde und vielleicht meine Frau an meinem Totenbett steht, dann wird sie kurz nachdem ich gestorben bin, noch dieselbe Person getroffen haben, die sie jetzt eben gerade treffen, während ich diesen Vortrag halte. Dagegen entstehen die sogenannten Perduranztheorien, und das sind im Grunde eigentlich Ähnlichkeitstheorien, die behaupten, für Identität durch die Zeit ist es nicht notwendig, dass sie mich sozusagen vollständig treffen, dass sie eben eine Entität treffen, die durch die Zeit hindurch numerisch, also in all ihren Eigenschaften identisch bleibt, sondern es reicht aus, dass es eine gewisse Ähnlichkeitsrelation gibt. Also dass sozusagen einfach, dass sie einen Zustand von mir treffen, der auf eine bestimmte Art und Weise, die ausreichend ist, mit früheren Zuständen von mir verbunden ist. Deswegen behaupten diese Perduranztheorien eben, dass sie niemals die gesamte Person treffen werden, sondern dass sie immer nur zeitliche Teile dieser Person treffen. Das ist das, was der Joe Grössel gestern schon als Wurmtheorien erwähnt hat. Also Sie können sich also vorstellen, dass sich hier jetzt sozusagen so ein raumzeitlicher Wurm durch den Raum zieht, der vorher da hinten saß, dann habe ich mich zum Tobi gesetzt, jetzt stehe ich auf einmal hier, später werde ich unten beim Mittagessen sein oder sowas Ähnliches. Und zwischen all diesen, zeitlichen Teilen liegt eine entsprechende Ähnlichkeitsrelation vor, die es eben erlaubt, diese konkrete Entität durch die Zeit hindurch zu verfolgen. Typischerweise, dazu werde ich jetzt das erste Mal werde ich jetzt nicht sagen, wird das eben typischerweise mit einem, also wird die Perduranztheorie typischerweise mit einem zeitlichen oder mit einem Äternalismus in der Ontologie der Zeit, also dass sozusagen Zukunft und Vergangenheit existieren, und mit einer B-Reihe vertreten, und wenn Sie das eben verbinden, Äternalismus, B-Reihe plus Perduranz, dann haben Sie das gestern angesprochene Block-Universum. Dann haben Sie sozusagen einen zeitlichen Block. Aber das ist für meine Frage nicht wichtig. Was für mich wichtig ist, ist, dass es eben Theorien gibt, die Persistenz als eine Ähnlichkeitsrelation modellieren, und dass es Theorien gibt, die Persistenz als eine numerische Identität durch die Zeit hindurch modellieren. Und das möchte ich Ihnen gerne zeigen, warum ich das eigentlich für inkonsistent, respektive nicht für inkonsistent, sondern für inadäquat des menschlichen Seins in der Zeit gegenüber halte. Darum wird es mir jetzt dann gehen. Ich habe Ihnen allerdings nochmal sozusagen als Kontrafolie mitgebracht, und das ist ein bisschen ein Problem. Also ich habe jetzt gesagt, das ist die Debatte um die Persistenz konkreter Objekte durch die Zeit, also möglicherweise eben auch von anderen Organismen oder von anderen echten Einheiten, wenn es die denn geben würde, neben Personen und Organismen. Vollkommen quer dazu liegt in der philosophischen Debatte leider die Frage,
nach der diachronen Identität von Personen, die typischerweise eben an historischen Debatten aufgezogen wird. Und da haben wir eben dieses, eben auch 1986, oder ist es 84, bin ich mir gar nicht sicher, von Derek Parfit erschienene Werk Reasons and Persons, wo er versucht, eine Typologie dieser Personenbegriffe oder dieser diachronen Identitätskriterien von Personen aufzustellen. Und er sagt, wir müssen unterscheiden psychologische Kriterien, physische Kriterien und das, was er The Other Views nennt. Und wenn Sie das jetzt halt nochmal kurz rückspiegeln, dann können Sie ganz grob sagen, dass typischerweise psychologisches Kriterium, also die These, dass die Identität einer Person darin besteht, dass die Person mit richtigen Erinnerungen, also sozusagen mit einem richtig verbundenen Erinnerungsstrom verbunden ist, und das physische Kriterium, nämlich, dass die Identität einer Person im Haben desselben Körpers oder im Haben desselben Gehirns oder des gleichen Gehirns besteht, dass das typischerweise Perduranz, dass man die als Perduranzkriterien da, oder als Ähnlichkeitskriterien personaler Identität verhandeln kann. Und diese Other Views, darunter verhandelt Parfit eben die Endurance-Theorie, die er auf Descartes zuordnet. Ob das jetzt halt richtig ist oder nicht richtig ist, ist eine andere Frage. Es ist also sinnvoll, eigentlich in dieser Parfitschen Terminologie zu sprechen und es auch in der Parfitschen Terminologie klarzumachen. Die eigentlich philosophisch saubere Art und Weise, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen, ist meiner Meinung nach darüber zu sprechen, eben sich die Frage zu stellen, haben wir eine Identität als Ähnlichkeitsrelation oder eine Identität als numerische Identität durch die Zeit. Ich habe Ihnen jetzt noch einfach ganz kurz zwei Beispiele mitgebracht. Swinburne ist mit Sicherheit, wenn man das so amerikanisch sagen darf, der Champion einer harten Endurance-Theorie oder eines Simple View. Und die Idee bei Richard Swinburne ist, dass es eben in Ihnen und in jeder Person eine identitätsanzeigende Entität gibt. Und diese Entität hat nur eine Aufgabe, nämlich personale Identität deutlich zu machen. Das heißt, wenn Sie eine Maschine hätten, mit der Sie diese Entität herausgreifen könnten, dann könnten Sie ganz einfach sozusagen bei jeder Person nachrechnen oder könnten Sie mit der Maschine herausfinden, ist dieses Simple, also dieses identitätsanzeigende Teilchen in dieser Person vorhanden oder nicht. Und wenn Sie so eine Theorie haben, dann können Sie eben strikte numerische Identität durch die Zeit durch generieren. An einem Beispiel, ich habe auch noch für die andere Theorie dann das Demenzbeispiel, weil ich das für einen der, ich sag mal, härtesten Fälle für eine Theorie personaler Identität halte. Wenn Sie also einen Demenzpatienten in einem sehr späten Stadium einer Alzheimer-Erkrankung sich anschauen würden, also eine Person, die eigentlich nicht mehr wirklich mit ihrer Umwelt interagieren kann, die keinen Zugriff mehr auf ihr Gedächtnis hat, die vielleicht noch ein paar vegetative Rollen ausführen kann, also die vielleicht kauen kann, wenn man sie füttert oder sowas, würde Swinburne sagen, es handelt sich immer noch um dieselbe Person, weil eben dieses Simple noch nicht verschwunden ist. Ne? Das verschwindet erst mit dem Tod. Schauen Sie sich dagegen das Beispiel an, sag ich mal, bei der klassischen Version des psychologischen Kriteriums in Locke's Essay Concerning Human Understanding, das ist der, ja. Nämlich, dass Identität im Haben einer bestimmten Erinnerungsrelation bestünde, also Sie müssen sozusagen auf die entsprechenden Erinnerungen zugreifen können, um dieselbe Person zu sein, da hätten wir natürlich jetzt den Fall, dass beim Demenzpatienten ganz klarerweise sozusagen die Ursprungsperson verschwinden würde, wenn wir nicht das durch irgendwelche anderen Strukturen klar machen, weil eben die Erinnerungen irgendwann nicht mehr, auf die Erinnerungen nicht mehr zugegriffen werden kann. Sie sehen also, gerade in solchen harten Fällen geben diese Kriterien uns sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse auf eben solche alltagstheoretischen Fälle. Was ich jetzt tun möchte, ist eben anhand dieser beiden Kriterien Ihnen erklären, warum ich sie beide für falsch halte und warum ich sie beide für struktural falsch halte. Ich glaube nämlich, dass es sich bei beiden Theorien eigentlich um statische Theorien über die Identität von Personen handelt. Das lässt sich sehr schön zeigen an der Kritik des Simple View. Den Perdurantisten wird oft vorgeworfen, sie könnten die Veränderung nicht erklären, weil sie eben
sozusagen einfach nur einen Zustand durch den nächsten ersetzen und das keine echte Veränderung sei, weil es dieses gleichbleibende Element, dieses Element der numerischen Identität nicht gäbe. Das wird in der analytischen Philosophie unter dem Titel Problem of Change verhandelt, ist aber im Grunde eigentlich sozusagen, das ist eine philosophische Debatte, die sich wahrscheinlich von Heraklit, Parmenides zu uns halt hinüberzieht. Ne? Ich glaube jedoch, dass eigentlich sozusagen ein noch viel härteres Problem of Change für den Endorantisten, also für den Simple View, entsteht, weil nämlich das, was eigentlich Identität ausmacht, etwas ist, was sich durch die Zeit überhaupt nicht verändert. Diese Identität, also diese Simple, diese identitätsanzeigende Struktur, die finden Sie in jedem Zeitpunkt, egal welche Erfahrung dieser Mensch gemacht hat, egal unter welchen Lebensumständen er diese Erfahrung gemacht hat. Sie könnten also, wenn Sie jetzt irgend so ein Science-Fiction-Beispiel à la Parfit bemühen wollten, könnten Sie eine Maschine nehmen, dieses Simple bei mir aus dem Kopf rausnehmen, wenn ich irgendwie tödlich erkrankt wäre, und es in einen neuen Körper einsetzen, und dieser neue Körper wäre dann der richtige Nachfolger für die Person Ludwig Jaskolla. Wenn Sie also fragen würden, wo ist Ludwig Jaskolla jetzt gerade, dann müssten Sie nicht sagen, Ludwig Jaskolla ist an Krebs gestorben oder hat Alzheimer oder so, sondern der neue Körper, das ist Ludwig Jaskolla, weil dieses entsprechende Simple da drin ist. Und dieses Simple, das bewegt sich sozusagen vollkommen unberührt von der Zeit, durch die Zeit, und die Zeitlichkeit wird zu einem rein äußerlichen Faktum. Das heißt, es handelt sich eigentlich um eine statische Theorie, die halt sagt, dieses Simple ist am Anfang da und wird irgendwann vernichtet und dazwischen tut sich eigentlich gar nichts. Deswegen halte ich diese Theorie für inadäquat, weil sie eben gerade dieses Faktum, dass wir Menschen zeitliche Wesen sind, also diesen Entwurfscharakter, den ich vorher erwähnt habe, nicht erklären kann. Warum halte ich jetzt Perdurans-Theorien für inadäquat? Das Argument ist eigentlich auch ganz einfach. Das Argument hatte ich gerade schon angedacht. Perdurans-Theorien sind zwar einerseits dynamisch, weil sie sozusagen erlauben zu erklären, wie Personen sich durch die Zeit hindurch entwickeln. Es gibt unterschiedliche zeitliche Teile, die in der Abfolge zueinander stehen. Aber diese Abfolge wiederum ist einfach nur eine Ersetzung. Also es wird sozusagen zu jedem Zeitpunkt wird ein neuer zeitlicher Teil gebildet und zum nächsten Zeitpunkt der nächste zeitliche Teil, und der ersetzt den alten zeitlichen Teil, respektive ergänzt den. Es hängt ein bisschen davon ab, was man für eine Ontologie der Zeit dahinter legt. Wenn das aber der Fall ist, dann verändert sich dort auch nicht wirklich etwas, sondern es wird halt einfach nur ein Zustand durch den nächsten ersetzt. Das ist einfach so, wie wenn Sie sozusagen auf Ihre Torte die nächste Schicht drauf klatschen. Auch hier ist dann Zeitlichkeit nicht etwas, wo sich eine Entität aus sich selbst heraus verändert, wo sie so einen zeitlichen Entwurfscharakter hat, sondern etwas, was einfach nur ein äußeres Faktum ist. Und das ist ganz grob, das muss jetzt natürlich jetzt sozusagen in den Texten, die ich geschrieben habe, deutlich exakter ausgeführt, die Idee, warum ich der Meinung bin, dass weder solche Perduranztheorien am Beispiel des Psychological View noch Enduranztheorien die Zeitlichkeit des Menschen wirklich fassen können. Und was meine ich jetzt mit der Zeitlichkeit des Menschen? Das muss ich Ihnen am Schluss erklären, respektive ich muss Ihnen ein Gegenbeispiel anbieten, was ich meine, was ein dynamisches Selbst sein kann. Ich meine, dass es wesentlich zum Menschen dazugehört, dass er eine Entität ist, die sich auf Basis ihrer Vergangenheit, in der Integration ihrer Vergangenheit, in die Zukunft hinein entwirft. Und das ist eben nichts, was einfach durch eine Ersetzung oder durch eine numerische Identität erklärt werden könne, sondern wir müssen erklären, wie dieser Charakter des Sich-Entwerfens in die Zukunft hinein, also die Entscheidung für eine Zukunft, die Entscheidung für ein bestimmtes Ideal, das ich verwirklichen möchte, wie sich dieser Charakter eben philosophisch ausdenken lässt. Und das ist eben sozusagen die Aufgabe meines Habilitationsprojektes, wie man diesen Entwurfscharakter analytisch aus-Xen kann, könnte man vielleicht sagen. Ne? Ich habe Ihnen dazu nochmal ein, zwei Zitate mitgebracht, wo ich das zu finden glaube. Ich glaube es eben nicht zu finden in der analytischen Philosophie, sondern ich glaube, dass man in anderen
Traditionen da durchaus sinnvoll herangehen kann. Das mag vielleicht bei Kierkegaard der Fall sein. Dieses Zitat hier aus der Krankheit zum Tode: Doch ist ein Selbst in jedem Augenblick, den es da ist, im Werden, denn das Selbst, Katadynamin, ist nicht wirklich da, es ist nur das, was werden soll. Und da sieht man vielleicht schon so ein bisschen, was ich mit dem Entwurfscharakter des Ganzen meine, nämlich, dass das Selbst im Werden ist. Ich selbst komme deutlich stärker jetzt nicht von Kierkegaard her, sondern aus der Prozessphilosophie. Leider gibt es bei Whitehead nicht so wahnsinnig viel. Das ist eine Debatte, die gerade erst so ein bisschen entsteht, dass man sich über den Status von Personen bei Whitehead wirklich Gedanken macht. Zum Beispiel die Eleonore Mingarelli 2013, Daniel Siakel aus Kalifornien, der 2014 dazu im Process Studies was veröffentlicht hat. Um was es uns, diesen Leuten, geht, ist eben das Selbst, die Person als etwas zu fassen, was in dieser zeitlichen Spannung steht, sich aus einer Vergangenheit heraus in die Zukunft zu entwerfen. Die Argumentation muss also folgendermaßen irgendwie ablaufen. Das ist natürlich im strikten Sinne kein Argument, weil es keinen deduktiven Charakter hat, aber es ist eine Argumentation in dem Sinne, dass deutlich wird, was das Problem ist. Ich habe Ihnen versucht, deutlich zu machen, warum ich statische Theorien oder solche statischen Theorien personaler Identität für inadäquat halte. Ich persönlich möchte eben ausführen, warum ein solcher dynamischer Ansatz ein Ausweg sein kann, der eben einerseits darin besteht, dass wir ein sozusagen retentionales Integrieren der Vergangenheit haben, und das möchte ich gerne, da habe ich Ihnen auch noch ein Beispiel mitgebracht, da noch ein Beispielzitat mitgebracht, eben wesentlich aus der aktuellen Narrationstheorie, also aus der These herleiten, dass personale Identität wesentlich darin besteht, dass wir eben in einer integrierenden Art und Weise eine Geschichte über uns selbst erzählen können und eben dieses potentionale Entwerfen der Person in die Zukunft hinein. Und genau wenn wir das haben, dann sind wir eben als handelnd auf Zeit bezogene Wesen. Das ist zumindest meine Ansicht. Dazu noch ganz kurz zwei, drei Zitate. Das erste Zitat ist aus einer Rezension von Edda Kapsch zu Tim Hennings Personsein und Geschichten erzählen. Tim Henning entwirft in seiner Dissertation, jetzt Professor in Stuttgart, eine Idee von personaler Identität, die eben ganz wesentlich darauf fußt, dass wir authentisch nur dann Personen sein können, wenn wir eben gute Gründe für das angeben können, was wir tun. Und diese guten Gründe können wir nur dann angeben, wenn wir sie eben entsprechend in Geschichten, in Narrationen aus unserer Vergangenheit sozusagen authentisch ausweisen können. Das ist der Blick nach hinten, das ist die Integration der Vergangenheit, und das ist, was eben Edda Kapsch auch in dieser Rezension aus der Deutschen Zeitschrift für Philosophie Henning dann schlussendlich vorwirft, nämlich dass dieser Entwurfscharakter, über den ich jetzt schon gesprochen habe, dort nicht so deutlich wird, wie er werden sollte. Henning kommt zu dem folgenden Ergebnis: Wer sich gerechtfertigt mit einer Einstellung identifiziert, nimmt auf eine Geschichte Bezug, das habe ich Ihnen gerade versucht zu verdeutlichen, die für ihn die Art von Bedeutsamkeit hat, die Narrationen auszeichnet. Also wir sozusagen validieren unsere Einstellungen, unsere aktuellen Zustände dadurch, dass wir sie eben in entsprechende narrative Kontexte einbinden. Werden Personen aufgefordert, ihre Identifikation zu rechtfertigen, müssen sie dies in der Rekurs auf Geschichten tun. Narrationen fungieren also als praktische Gründe, eben als narrative Gründe. Das scheint die Idee von Henning zu sein. Und Edda Kapsch wirft ihm danach dann eben vor, dass das aber eben gerade sozusagen nur einen Teil menschlicher Identität ausmacht, diese Integration, dieses Rechtfertigen von bestimmten Strukturen aus Gründen. Und dass wir eben, dass er vergisst, diese Idee, dass eben Personen nicht nur auf die Vergangenheit bezogen sind, sondern dass sie sich eben ganz wesentlich dadurch auszeichnen, dass sie zukünftige Wesen sind oder dass sie in die Zukunft hineinleben, könnte man sagen. Und hier kommt jetzt zunächst mal Christine Korsgaard ins Spiel, die eben explizit so einen Self-Constitution View entwickelt hat. Vielleicht für die Leute, die Korsgaard kennen, Korsgaard-Theorie ist natürlich jetzt halt explizit nicht metaphysisch. Das ist etwas, was man dann sozusagen im Rahmen des Projektes nochmal ausdenken muss. Aber die Idee ist relativ klar bei ihr. Warum da zwei unterschiedliche
Formatierungen sind, ist mir nicht so ganz klar. Aber Korsgaards Idee ist eben, dieser Zukunftsbezug, den Henning vermissen lässt, bedeutet eben, carving out a personal identity for which we are responsible is one of the inescapable tasks of human life. Also diese Idee, dass wir sozusagen uns selbst in die Zukunft hinein entwerfen müssen und dass dieses Entwerfen eine normative Struktur hat. Und jetzt sehen Sie eben ganz am Schluss, warum ich der Meinung bin, dass das eben auch einen sozusagen, warum das ein Projekt sein soll, das sich im Grenzbereich zur Psychologie entwickelt. Das Interessante ist nämlich, dass es eine ganze Menge psychologische Strömungen gibt, darunter insbesondere die Selbstdeterminationstheorien im Rahmen der humanistischen Psychologie, also Edward Ryan und Edward Deci und Deci und Ryan, ist ja auch vollkommen egal, wie die mit Vornamen heißen, aus Rochester, aber eben zum Beispiel auch einer der Gründerväter der humanistischen Psychologie, Carl Rogers, aber eben auch Leute wie Seligman aus der Positive Psychology, die eben sagen, genau eine solche Idee, nämlich dass wir eine Identität entwickeln müssen im Entwurf auf die Zukunft, für die wir verantwortlich sind, ist das, was unsere psychologischen Forschungen auszeichnet. Und das ist interessanterweise etwas, was in der analytischen Philosophie bis dato überhaupt nicht rezipiert wurde. Und mit überhaupt nicht meine ich überhaupt nicht. Es gibt eigentlich kein einziges Paper zu dieser Fragestellung, wie sozusagen, wie man diesen Gehalt aus der psychologischen Forschung heraus destillieren kann. Ein Zweifaches dazu, es geht mir also einerseits darum, den Entwurfscharakter als metaphysisches Tool für die Identität von Personen auszuweisen und eben andererseits zu argumentieren, dass es eben keine rein metaphysische Struktur sei, sondern dass es sich dabei eben auch um eine normative Rolle handelt, also um die Frage dann, für was sind wir eigentlich verantwortlich in unserem Leben, respektive was sind gute Entwicklungen personaler Identität und was sind schlechte Entwicklungen personaler Identität. Und wenn man sich dann am Schluss dieses Carl Rogers Zitat anschaut, dann hat man wirklich das Gefühl, es könnte eigentlich von Whitehead abgeschrieben sein, weil er spricht nämlich jetzt über Personen, die sozusagen eine personale Identität entwickelt haben, mit der sie vollkommen im Einklang sind, also eine gute personale Identität. Und er schreibt über diese Personen in einem normativen Kontext, they are not disturbed to find that they are not the same from day to day, that they do not always hold the same feelings towards a given experience or person, that they are not always consistent. They are in flux and seem more content to continue in this flowing current. Und genau diese Sachen aufzunehmen, whiteheadianisch prozessphilosophisch auszudenken und dann in die analytische Debatte um die Identität der Person einzubringen, das ist Aufgabe und Ziel dieses Habilitationsprojektes, das ich philosophisch zu motivieren an der Stelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich habe einfach noch mal ganz kurz die Literatur da aufgeschrieben. Ja, vielen Dank. Mal gleich eine Fragerunde. Ich habe eine Frage, was Sie verfolgen. Also ein mir sehr sympathisches Projekt, was Sie verfolgen. Ich habe jetzt eine Frage im Blick auf das Werden hin zu einer Zukunft. Da haben Sie den alten Ausdruck des Entwurfes gebraucht. Ich entwerfe mich nach vorne. Und darum meine wirklich kleine Frage. Das erinnert natürlich sehr stark an Heidegger, nicht die ekstatische Zeitlichkeit, die sich von sich selbst her entwirft und es am Leitfaden der Sorge tut. Und ich denke, Sie haben was anderes im Blick als Heideggers Sorge. Das könnte man ja vielleicht durch die Differenz, die ja zweifellos besteht zwischen dem Heideggerschen Entwurf und dem Whiteheadschen Entwurf, ein wenig verdeutlichen. Was heißt da eigentlich Zukunft? Ich weiß nicht, ob ich mich habe verständlich machen können. Bei der großen Sympathie habe ich diesen Punkt, den ich doch noch etwas für klärungsbedürftig halte. Ich kann Ihnen sagen, was ich persönlich unter Entwurf meine. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, was das mit Heidegger zu tun hat, weil ich von Heidegger einfach überhaupt keine Ahnung habe. Was ich damit in dem whiteheadianischen Kontext meine, ist zunächst mal ein relativ simpler Zusammenhang. Ich meine den Zusammenhang, dass die Zukunft nach Whitehead in einer gewissen Weise offen ist, also dass es verschiedene Entwicklungs
Entwicklungsströme oder Entwicklungsstränge für eine konkrete Entität wie weit oder für eine Person in dem Fall gibt. Und ich meine, dass dass sozusagen die Person durch eine Entscheidung oder durch eine Wahl eines bestimmten Entwicklungsstranges eben ein Ideal von sich selbst anstrebt, das sie zu entwickeln versucht. Gut, das muss man jetzt natürlich alles einschränken, da muss man sagen, wir werden durch kausale Einflüsse, durch Einflüsse anderer Personen und sowas natürlich möglicherweise daran gehindert. Aber das ist zunächst mal der Grundzusammenhang, den ich damit meine. Das wäre jetzt eine rein metaphysische Beschreibung des Gesamten oder eine prozessmetaphysische Beschreibung, was da sozusagen passiert, wenn eine Person sich in die Zukunft hinein entwirft. Das Interessante ist eben, dass dieser Ansatz es erlaubt, den Hiat, der sich in den letzten Jahren zwischen Theorien praktischer Identität, also Korsgaard, und der harten Debatte um die metaphysische Identität von Personen, dass der Ansatz es eben erlaubt, diese Frage sozusagen zu überbrücken, weil man auf einmal die Möglichkeit bekommt, aus der Frage des Entwurfs oder aus der Frage der Wahl einer bestimmten Zukunft die normative oder praktische Frage abzuleiten, welche Zukünfte sind eigentlich für mich, für meine Umwelt, für meine Mitmenschen in einem normativen Sinne gut. Dieses Spektrum meine ich zunächst mal mit dem Entwurfscharakter. Sie können sich jetzt vielleicht mit Ihrem Heidegger-Wissen dann genau sozusagen abgrenzen, wie sich das von der heideggerianischen Sorge unterscheidet. Also ich habe wahrgenommen, dass Sie nach Theorieangeboten suchen jenseits der analytischen Philosophie. Und Sie haben ja den Kierkegaard schon angeführt in dieser Hinsicht. Vielleicht wäre ja die idealistische Tradition für Sie eine Inspirationsquelle. Und zwar insofern, als dort das Selbstsein als zweistufige Struktur beschrieben wird. Also ich will hinaus auf die Selbstbewusstseinsdiskussion. Dieter Henrich hat ja diesen Aufsatz geschrieben, Fichtes ursprüngliche Einsicht. Ich glaube, dass es gar nicht Fichtes ursprüngliche Einsicht war. Augustinus hat das auch schon herausgearbeitet. Die Grundidee ist die, es gibt natürlich diese Art von Selbstbezug, die zu tun hat mit einem idealen Selbst, mit dem Selbst, das ich sein möchte. Ich mache mir da eine Vorstellung davon, dann strebe ich dem nach. Da bin ich verantwortlich auch für das, wie ich bin, weil ich an mir selbst arbeiten kann. Die These, um die es hier geht, ist aber die, dass einer solchen Selbstbeziehung, einer reflexiven Selbstbeziehung, immer ein präreflexives Selbstsein schon zugrunde liegen muss. Das Argument ist eben, ich kann Selbstbewusstsein nicht in diesem Reflexionsmodell verstehen, derart, dass ich mich identifizieren würde unter anderen möglichen Gegenständen und würde sagen, aber das jetzt, das bin ich selber. Ich müsste mich selber nämlich schon im Vorhinein kennen, um diesen Identifikationsakt vollziehen zu können. Das ist eben das Argument dafür, dass es ein präreflexives Selbstsein gibt. Also vielleicht könnte ja dieser Ansatz Ihnen helfen, aus dieser Klemme herauszukommen zwischen diesen zeitlosen Selbstbildern und aber das, wofür Sie optieren, ist ja mehr ein zeitliches Selbstverständnis. Also das ist einfach so eine Anregung von mir, nicht diese idealistischen Theorien, obwohl sie älter sind als der Idealismus, könnten Ihnen vielleicht helfen. Ja, also Sie haben vollkommen recht, ich suche nach Versatzstücken, die man sozusagen dann in die analytische Debatte einbringen kann und das habe ich jetzt in dem Vortrag nicht sehr deutlich gesagt. Hintergrund ist einfach der, dass ich glaube, dass man mit einer, oder ich der festen Überzeugung bin sogar, dass man mit einem analytischen Ansatz sehr viel leichter diesen Brückenschlag dann zu den empirischen Wissenschaften hinbekommt. Weil zum Beispiel die Psychologie oder auch die Neurowissenschaften da deutlich, sage ich mal, offener in der Diskussionsdebatte meiner Meinung nach sind. Ich finde allerdings, also gerade auf diese Frage hin, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich nicht versuchen kann, um die ein bisschen rumzudrücken. Das ist ja diese Frage
des Machens oder des Findens von einem selbst, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ich hoffe sehr, dass ich da aus der idealistischen Debatte auch ein bisschen was abgreifen kann, ehrlich gesagt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man sozusagen diesen Ausgleich hinbekommt, weil es kann ähnlich jetzt wie in anderen Debatten natürlich weder das rein fiktionalistische sein, ich setze mich und dann bin ich so, das wäre irgendwie vermessen vom Menschen zu glauben, dass das der Fall ist. Noch scheint es mir so zu sein wie in so einem harten Kierkegaard-Sinne, dass man eben wirklich einfach das nur rausfinden muss, wer man wirklich ist, sondern wir haben da schon irgendwie wir haben da durch unser Handeln, durch unser Entscheiden, durch unser Tun einen ganz wesentlichen Einfluss darauf, wer wir werden und wer wir sind. Und vielen Dank für den Hinweis. Also ich werde auf jeden Fall mal mir diese Sachen anschauen, habe mir auch gelegentlich da schon mal ein paar Sachen bei Hegel und so angeschaut. Die Frage ist halt immer sozusagen, wie kriegt man das halbwegs adäquat übersetzt dann wieder in eine Sprache, die für einen Analytiker noch irgendwie, dass der nicht schreiend davonläuft, sagen wir es mal so. Ja, da kann ich gleich gut dran anknüpfen. Ich habe Ihren Vortrag eben so wahrgenommen, dass es zwei Teile hat. Zunächst mal, dass Sie die Dilemmata analytischer Zugänge beschreiben, Swinburne und andere, und dann aber in anderen Gefilden sehen, Kierkegaard erwähnen, aber auch Carl Rogers und andere, um sozusagen neue Interpretamente hinzuzunehmen. Dabei bin ich ein bisschen gestolpert über einen Begriff, der natürlich in analytischen Zugängen eine gewisse Relevanz hat, aber in den anderen nicht. Das ist der Begriff der Entität. Also Sie haben des Öfteren auf diesen Begriff Entität rekurriert und haben gesagt, also es müsse sozusagen diese Entität geben, auf die man dann Identitätszuschreibungen machen kann oder nicht machen kann. Ich will nur darauf hinweisen, dass bei Kierkegaard zumindest eben es keine Identität, keine Entität ist, auf die hin eine Identitätszuschreibung geschieht, sondern ein Verhältnis. Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Und ich glaube, dass sozusagen unterschiedliche philosophische Strömungen ganz unterschiedliche Akzente setzen, dass da keine Äquivokation geschieht, dass man sagt, das Verhältnis sei eigentlich eine Entität. Ich glaube, das wäre nicht angemessen für das, was Kierkegaard und vielleicht auch andere, zum Beispiel idealistische Ansätze, gemacht haben. Nee, also Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Kierkegaardsche Definition ist eine andere. Ich verwende den Terminus Entität in Ermangelung eines besseren Begriffs zunächst mal nur für einen Zustand, der irgendwie ein realistischer Weltzustand ist, also etwas, das wir in der Welt vorfinden und etwas, das wir eben nicht nur rein praktisch oder irgendwie in praktischen Kontexten konstruieren. Ich habe früher dafür oft in englischen Texten den Begriff State of Affairs gewählt. Da wurde mir dann wieder auch gesagt, dass das ein Begriff ist, der irgendwie von Armstrong hervorbelastet ist und solche Sachen. Es geht mir einfach zunächst mal nur darum, dass mit dem Begriff Entität das zu beschreiben, was eben das Problem der Persistenzdebatte ist, nämlich, dass es solche Sachen, ist jetzt auch schon wieder ein schlechter Begriff, dass es solche Zustände, dass es solche Prozesse, was auch immer es sein geben, sein mag, in der Welt gibt und Personen eben zu dieser Klasse von Strukturen gehören, für die gilt, dass sie sich eben ganz wesentlich verändern, aber trotzdem irgendwie dieselben bleiben. Das ist im Grunde in einer Nutshell das Problem der Persistenz, und das habe ich jetzt halt versucht zu formulieren mit dem Begriff der Entität. In meinen Texten habe ich natürlich da sozusagen erstmal eine Definition vorgeschaltet, was ich mit einer Entität meine, nämlich zunächst mal einfach nur diesen Anzeigecharakter, dass es sich eben um irgendetwas in der Welt handelt. Und daran würde ich schon ganz gerne, muss ich gestehen, festhalten. Das ist sozusagen, dass Personen, deren Veränderungsprozesse und die Frage nach deren Persistenz etwas ist, was eben im Bereich des Inventars der Welt ist. Also Sie haben vorher das in Ihrem Beitrag, diese Frage nach dem, ich möchte mich dagegen verwehren, dass wir das irgendwie als reine Konstruktion in einem postmodernen Sinne
verstehen, sondern dass es sich dabei um etwas handelt, was eben einen ähnlichen Realitätsanspruch hat wie eben eine naturwissenschaftliche Aussage über die Welt. Das war jetzt genau meine Steilvorlage, weil genau diesen letzten Brückenschlag zu Prosper, den hätte ich nicht gewählt. Ich weiß nur nicht, woher dieses Vorurteil kommt, mit dem da wäre alles nur irgendwie konstruiert. Also den Philosophen kenne ich nicht, der das behaupten würde. Deswegen würde ich, also bei mir haben genau diese Ohren geklingelt, Geschichtlichkeit, Veränderung, Identität, Personalität, das würde ich genau mit jetzt in den USA, wäre es Neopragmatismus oder eben kontinentaleuropäisch, also was ich im weitesten Felde so als Postmodern bezeichnen würde, genau verstehen, dass es genau deren Thema ist. Und deswegen fände ich einen Brückenschlag dahin nämlich sogar sehr spannend und anregend. Also, ja, also das, also ich, wie gesagt, also ich will gar nicht, vielleicht habe ich einen, vielleicht trage ich einen postmodernen Strohmann in meinem Kopf mit mir rum. Genauso wie der Descartes wahrscheinlich für viele Philosophen ein Strohmann ist. Ob der wirklich so vertreten hat, was ihm da zugeschrieben wird, ist ja wieder eine andere Frage. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt jemand mir sagen würde, das ist aber genau das, was die Postmodernen wollen. Das ist nicht meine Area of Expertise, sagen wir es mal so. Aber wenn es da Ansätze gibt, finde ich, bin ich durchaus offen, die auch zu rezipieren.